Okay, ja, würde ich sagen, dann danke ich euch, ne, für die, die Berechnung bekomme ich ja, ne, damit ich dann weiß, welche Heizkörper wir ordern müssen. Ne, so habe ich das verstanden. Ja, es ist, also wie gesagt, der erste Schritt ist jetzt die Heizlastberechnung und dann kommt die Heizungsplanung, das heißt also dann ein Konzept. Wäre schön, wenn wir dann irgendwann auf DWG-Pläne zurückgreifen könnten. Ich weiß nicht, ob das produziert wird. Ansonsten müssten Konzepte in irgendeiner Form, wenn wir schematisch machen, sodass eine Firma damit zurechtkommt. Die Ausschreibungen und so weiter würden wir dann auch vorbereiten. Ja, suchst du dir eine Liste von Firmen aus, die dir genehm sind, die Angebote machen sollen. Und wir helfen dir dann halt da bei der Untersuchung und den Spreu vom Weizen zu trennen. Genau, das habe ich mir eine Liste gemacht. Das sind die 10 Gewerke oder 11, die hier anstehen. Die Wände wegreißen, die hier weg sollen, das kann man ja vorher schon machen, hat ja kein Problem. Das sollte auch vorher, diese schweren Maßnahmen sollten vorher geschehen. Das wäre sinnvoll. Fußboden rausreißen auch. Der Fußboden rausreißen muss vorher gemacht werden, dann legen wir die Rohre rein. Der Elektriker legt die Kabel oder die Leerrohre dann rein, damit wir hier die Erdgeschossverteilung, dass wir diesen Installationsweg Fußboden nutzen können. Und dann kommt halt das Isolationsmaterial mit aufgebracht und Oberboden. Und dann werden die Heizkörper gesetzt. Vorher werden eigentlich nur Anschlussboxen gesetzt für die Heizkörper. Die werden genau, das muss dann genau eingemessen werden. Deswegen wäre es gut, dass dann zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht schon irgendein CAD oder man macht halt zumindest Details über diese jeweiligen Nischen, damit nicht die Heizkörper wild da vom Heizungsbauer links und rechts hingestellt werden. Das muss dann schon passen und optisch auch was ergeben. Jetzt wollen wir ja möglichst bald anfangen. Im Winter ist das ein Problem, das zu machen. Dann muss alles entleert werden, damit wir kein Frostproblem bekommen. Ja. Dann sollte die Heizungsanlage. Also so Februar, März oder könnte man, wie viele Tage dauert sowas? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen ja möglichst im Laufe des Frühjahrs oder Sommers die Räume hier nutzen. Wände rausreißen. Ja, dann geht es ja nicht anders, Konrad. Dann muss es ja so gemacht werden. Dann ist im Prinzip die Abbruch-Arbeiten beginnen, oder nachdem hier die Heizungsanlage trockengelegt wurde, weil wir können nicht verhindern, dass dann irgendwo dann auch Leitungen beschädigt werden und dann läuft hier die Brühe dann irgendwo durch das Geschoss. Das muss ja nicht sein. Das heißt also vorher stromlos und wasserlos, ja, und dann kannst du abbrechen. Aber vorher, wie gesagt, muss alles stillgelegt werden. Aber dann ist es nicht unüblich, dass im Winter halt auch die Sachen, solange die Fenster geschlossen sind, sind ja die Temperaturen auch nicht so kalt. Und die Firmen sind das letzte, die Abbruchfirmen sind das ja auch gewohnt bei niedrigeren Temperaturen, sagen, da muss ja nicht beheizt sein. Ja, das ist vielleicht sogar besser. Das ist kein Problem. Okay, dann. Und die Fenster, das sollte man dann vielleicht dann kurz vor Ende dann austauschen, wenn dann die Grobmaßnahmen alle erfolgt sind. Weil das ist dann, die möchte man ja auch nicht beschädigt haben dann. Ja, das ist richtig. Okay. Gut. Ja, dann danke ich euch. Dann will ich das Video abschalten. Okay, nein. Also 10 Minuten das noch nicht. Bitte? Ich kann hier eine Word machen, wie das hier. Das ist der Arm. Maße anschreiben. Könntest du